Hallo und herzlich willkommen zurück beim weiteren Runde von Let's Play FIFA 14 mit dem Hertha BSC in der Karriere. Ja, heute beginnt es, heute schlägt sie ein, die Bundesliga. Im ersten Spiel treten wir an gegen den Frankfurter SV, nee Quatsch, Eintracht Frankfurt, Frankfurter SV ist noch einige tiefer. Ja, ich bin gespannt, wie wir das Ganze meistern werden. Ich habe ein bisschen was in der Aufstellung geändert. Wir spielen im Olympiastadion gegen die Frankfurter. Und ich denke, ein gewisser Heimvorteil wird dabei sein. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum ich Wagner in den Sturm getan habe. Der hat sich bei mir per Brief gemeldet, dass er gerne in der Startelf stehen wollte. Und naja, da habe ich ihm den Wunsch erfüllt, wollte Ramos nicht raustun, deswegen lasse ich sie jetzt in einem Zweierstürmer-System spielen. Und ich denke, die Kulisse hier, die ist einfach phänomenal, wie die Fans hier abgehen vor dem Bundesliga-Start, und für so eine Aufsteigermannschaft wie Hertha ist das definitiv ganz, ganz wichtig, auch diesen Rückenhalt von den Fans zu bekommen. Ich denke, es ist ausverkaufte Hütte, so sah es zumindest aus. Müssten dann ca. 80.000 sein. Und ja, in der Realität gab es ein 6:1 für Hertha. Ob ich das jetzt so machen werde, das glaube ich eher weniger. Es ist eine gewisse Pause zwischen dem letzten Testspiel und jetzt, also für mich in real life. Und zwar war ich in der Zwischenzeit in Urlaub. Und deswegen vielleicht der FIFA-Skill noch nicht ganz auf seinem Höhepunkt. Aber ich werde definitiv mein Möglichstes tun. Oder probieren, wäre vielleicht das bessere Wort. Ja, aber blocken wir hier nochmal gut weg. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein Mittelfeldgeplänkel in den ersten Minuten. Keiner kann sich hier so wirklich schon mal die Vorherrschaft sichern. Aber gut, ich glaube, nach 6 Minuten ist das auch noch ein bisschen vermessen zu behaupten, dass hier schon irgendwas entschieden sein sollte. Ja, in der Mannschaft kann ich meines Wissens nach nicht mehr, also habe ich nicht viel verändert. Ich glaube, das hat also alles gestimmt, wie ich das voreingestellt habe. Und jetzt beißen wir uns hier gerade so ein bisschen die Zähne aus. Aber jetzt vielleicht mal mit einem guten Ball, aber der kam ein bisschen spät. Jetzt vielleicht, aber da liegt jetzt ein Ball zu weit vor. Das ist jetzt so ein bisschen hier rumgespielt, aber der Ball von Wagner aus dem Stand. Aber letztendlich dann doch für Rosenthal keine Gefahr. Nee, hä? Rosenthal? Muss ich was falsch abgelesen haben. Dass ich vielleicht den Keeper von letzter Saison von Eintracht Frankfurt nicht weiß, tut mir für alle Frankfurt-Fans sehr leid. Aber ich kann mir auch nicht jeden Spieler merken. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel verlangt. So, die Abseitsfalle hat in diesem Fall zugeschlagen. Ich bin halt froh, dass sie es getan hat, weil sonst wäre er da doch ziemlich frei vor dem Tor gewesen. Und es ist Trapp im Tor. Hatte ich mich am Anfang doch verlesen, weil Rosenthal im Tor klang mir dann doch ein bisschen fremd. So, Langkamp jetzt, vielleicht kann er was aufbauen über Pekarik. Pekarik kann Alagui schicken. Alagui nochmal auf innen, kann wieder zurücksetzen. Auf Pekarik. Pekarik sieht Brooks, der ist mit aufgerückt. Vandenberg, vielleicht findet er irgendeine Lücke im System. Nein, Frankfurt steht da sehr kompakt. In den ersten Minuten wollen sie wohl noch nicht sehr viel riskieren. Wer will es ihnen verübeln? So, jetzt vielleicht mal in der passenden Raum. Der hat nicht ganz so eingeschlagen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und jetzt hier gegen 3 Hertha-Spieler glücklich der Ball durchgekommen. An der Außen dribbelt er sich jetzt hier durch. Das müssen wir verhindern, tun wir auch. Und wir bekommen den Einwurf. So, wir haben noch nicht, wir haben auch noch nichts zugelassen. Das muss man auch mal sagen. Aber so wirklich eine Torchance hatten wir auch noch nicht. Das ist, ein bisschen verdribbelt. Schade, schade. Wäre da weg gewesen und hätte dann auf Wagner oder so jemanden geflankt. Auch Ramos ist ja unglaublich kopfballstark, aber Wagner ist dann vielleicht doch nochmal den Ticken größer. So, Banetta jetzt über die Außen. Banetta verspielt in sich, aber Alagui nochmal mit einem unglaublichen Einsatz, aber der
Pass war dann doch nicht so schön, wie man sich das hätte wünschen können. 0:0 nach 25 Minuten. Alles in allem bin ich ganz zufrieden. Defensiv stehen wir ganz gut bisher. Aber das darf es jetzt bitte auch nicht ändern. Oh, kommt die da gefährlich rein. Und das ist noch heiß. Das müssen wir klären. Kein Elfmeter, schön. So, jetzt weitergeleitet. Schön. Und jetzt vielleicht mit einem schnellen Konter. Der Ball ist gut, aber vielleicht ein bisschen lang. Ja, zu lang. Der hätte richtig schön werden können. Im Endeffekt dann aber, ja, ungefährlich. So, jetzt kann er mal rüberlegen. Und der Schuss geht ins linke untere Eck. Was für ein geiler Schuss. Das hatte ich selber nicht erwartet, dass der so einen Hammer da auspackt. Und den einfach mal da wunderschön ins Eck semmelt. Der Alagui war das. Von der rechten Seite gut gestartet. Hat der den Ball da, der Ramos, abgelegt. Und dann Alagui mit was für einem Schuss ins Eck. Da hat er gesehen, dass da Platz frei ist. Und dann zieht der da ab. Ich weiß es nicht. So stelle ich mir einen Start nach Maß vor. Er ist zwar ein bisschen durch den Fuß geglitscht, aber an dieser Stelle mir egal. So, das ist doch mal ein guter Einstand, noch in der 30. Minute ganz knapp die Führung hier zu machen. Und das vor heimischer Kulisse. Die Fans flippen ja geradezu aus wegen diesem Tor. Und das ist, glaube ich, auch gegen so einen Gegner wie Frankfurt auch richtig wichtig. Weil da sollte man dann doch mal die Punkte holen. Weil er ist kein Bayern München oder und auch kein Dortmund. Deswegen sollte das machbar sein. Die zweite Chance. Die zweite Chance. Vielleicht holen wir uns den Ball wieder. Ja. Ganz gut im Zweikampf Baumjohann. Jetzt Alagui. Alagui, der Torschütze, sieht in der Mitte. Wollte er sich nochmal nach innen legen. Vielleicht so in Richtung Robben Tor gemacht. Wollte er den eigentlich da versenken. Aber kam er nicht durch. Wagner jetzt. Mit einem furchtbaren Ablage. So geht das nicht. Und jetzt der Konter. Aber wir stehen hier wieder zahlreich hinter dem Ball. Aber da lassen wir uns ein bisschen austanzen. So, jetzt aber. Jetzt aber. Wenn wir das schön kombinieren, aber da wird uns schon wieder den Ball abgenommen. Aber wir kämpfen auch um zweite Bälle. Und auch um dritte Bälle, wie sich jetzt gesehen wurde. Oh Gott, war der schlecht. Okay, das war meine Schuld. Aber Abseitsposition. Nochmal Glück gehabt für uns. Wir profitieren gerade so ein bisschen davon, dass dass Frankfurt ein bisschen schwächelt. In der Vorwärtsbewegung, manche Pässe setzen die einfach. Was kommentiere ich hier eigentlich? Es war doch ein Foulspiel. Das hatte ich nun wirklich nicht auf dem Schirm. Ah! Jetzt schick ihn. Nein! Oh Gott, was machen die denn? Jetzt aber. Oh Gott. Nein! So schlechter konnte man diese Situation jetzt wirklich nicht mehr nutzen. Das war echt da. Scheiß, den ich da zusammengespielt habe. Aber wir konnten den Konter gerade nochmal so unterbinden. So, jetzt der Pass ins Niemandsland. Vielleicht, nee, der Rasen stoppt den Ball dann doch nicht. Puh. So, ich bin gespannt, wie die zweite Halbzeit so verläuft. Vielleicht bringe ich den einen oder anderen neuen. Vielleicht auch nicht, mal sehen. So, jetzt aber nochmal der gefährliche Pass. Aber den wollte ich eigentlich abblocken, aber letzten Endes dann doch keine Gefahr vor dem Tor. So, jetzt mal rausgespielt, aber da ist Frankfurt da. Die müssen jetzt aber auch ein bisschen da was nachsetzen. So, jetzt, das ist Rosenthal. Rosenthal auf Meier. Ja. In die linke Ecke auf Banetta und da schießt der auch einfach mal drauf. Huiuiuiuiui. Das war nochmal richtig eng hier. Zum Schluss, aber gut, dass wir im Strafraum kompakt stehen. Halt ein bisschen ärgerlich, dass wir den Ball nicht bekommen. Aber gut, wenn man nicht mit der Bissigkeit in die Zweikämpfe geht, dann darf man das, glaube ich, auch nicht erwarten. Im Groben und Ganzen bin ich zufrieden mit meiner Elf. Haben wenig hinten zugelassen. Die wenigen Torchancen, die sie vorne hatten, gut genutzt. Insofern kann ich mich nicht beklagen. So, zu den Halbzeitergebnissen keine wirklichen Knaller. Nürnberg führt vielleicht gegen Hoffenheim.
Dortmund liegt zurück gegen Augsburg. Das ist dann doch mal Knaller. So, wen konnte ich denn vielleicht mal reinbringen? Ich bringe mal den Seire rein, einfach. Und den vielleicht gegen den Brooks bringe ich ihn rein. Soll ja auch ein bisschen Spielerfahrung sammeln. Insofern vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann setze ich noch vielleicht Shelbrett auf Kluges Position. Und das war's dann auch. Falls mal jemand verletzungsbedingt ausfallen sollte, können wir das noch kompensieren. So, man sieht, Shelbrett läuft aufs Feld, Cyril genauso. Und ich hoffe, die zweiten 45 Minuten werden genauso erfolgreich laufen wie die ersten. So, jetzt erstmal mit dem Fehlpass gestartet. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Cyril auf Vandenberg raus. Vandenberg mit einem schlechten Pass nach vorne. Den kriegen wir jetzt nicht so wirklich. Aber wir kriegen den Ball jetzt. Und jetzt Wagner. Wagner kann den auf Ramos ablegen. Wunderschön. Und wenn der jetzt gut läuft. Wenn der jetzt richtig gut läuft. Oh, der Ball, der kommt da nicht durch. Hat mich ein bisschen verdribbelt, steuerungstechnisch. Da fehlt mir vielleicht so ein bisschen die Torerfahrung. So viel FIFA spiele ich ja dann doch nicht. Hab da mit anderen Sachen noch zu tun. So, und jetzt Jung hat sich da den Ball richtig gut vorgedribbelt. Und Jung, wenn er die Flanke gut bringt, tut er auch. Aber Rode auf Jahrstein direkt den Kopfball. Unser Ersatztorhüter hier, weil ja Kraft ausgefallen ist. So, und jetzt Schulz. Schulz mit einem furchtbaren Pass da rein. Aber da steht auch niemand. Da bietet sich keiner an. Und Frankfurt presst. Frankfurt will den, will's Tor. Schulz jetzt. Mit einem wunderschönen Zweikampf. Ramos raus auf Baumjohann. Baumjohann, der kann auch laufen. Baumjohann. Das war eine schlechte Flanke. Hätten wir den Ball vielleicht da nochmal zurücksetzen können. Wer weiß. Man sieht hier nochmal Schellbrett mit seinem wunderschönen Balleroberung. Ja. Habe ich dann doch ganz gut taktiert, ne? Ihn da reinzunehmen. So, jetzt vielleicht holen wir uns den Ball. Holen wir uns. Schön. Baumjohann. Auf Schulz. Schulz weiß noch nicht ganz, wo den Ball hinspielen wollte. Einfach mal raus auf Vandenberg. Vielleicht muss ein bisschen hier taktiert werden mehr. Alagui. Jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Platz frei. Mit Pekarik. Und jetzt die Flanke rein. Aber da steht niemand. Die war wunderschön, die Flanke. Aber wenn da niemand steht und Cyril, was macht der da? Nein, Seire. Komm, den musst du wieder zurückholen. Nee. Springt der ins Aus. Aber gut, das kann mal passieren. Das sehe ich mal drüber hin. Ja. Im Endeffekt schlecht verteidigt. Das muss man so sehen. Und ja, der eine Fehler von Seire, der hat es dann doch irgendwie geregelt. Am Ende können wir uns da auch nicht durchsetzen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat sich da was. Ja, wollte halt nicht. Der Fehler von Cyril definitiv die ausschlaggebende Situation. Aber wie gesagt, das kann mal passieren. Und mit dem Gegentreffer muss man auch mal leben. Frankfurt ja auch kein Hau-weg-Gegner. Da kann man auch mal mit Gegenwehr rechnen. So, jetzt Schulz nimmt den Ball. Schulz setzt ihn sich rüber auf die Flanke, kann ihn super auf Vandenberg spielen. Jetzt Vandenberg und jetzt, oh, ist er schön in den Rückraum gelaufen. Wieder Alagui, der weiß genau, wo er hinlaufen muss. Aber kann den Ball nicht ganz unter Kontrolle bringen und dann zeigt sich, dass der Ball dann doch mehrere Meter am Tor vorbeigeschossen. Trapp jetzt mit dem Abstoß, Cyril kann ihn wieder nicht richtig unterbringen. Wagner jetzt. Ach nee, es war Shelbrett, okay. Kein Vorwurf jetzt nochmal an Cyril hier. Der hat schon genügend miterlebt. So, Schiri pfeift Vorteil. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Wer weiß, ob es da die gelbe Karte gegeben hätte. Und jetzt lassen wir uns da so austanzen. Ja.
Das war einfach unfähig verteidigt im Strafraum. Das war nicht schön, der Gegentreffer. Da muss ich noch ein bisschen trainieren einfach in der Abwehr. Da hapert es noch ein bisschen. Ja, da sieht man es. Da bin ich einfach um den Gegner herumgelaufen und nicht vor ihnen. Das eher nicht so gut, ne? Aber gut, sowas passiert auch. Genauso wie der Fehler von Zyre. Das Ziel ist jetzt einfach mal, sich auch ein bisschen Offensivstärke hier rauszuspielen einfach und auch mal dagegen zu halten an Offensivkraft. Aber ich glaube, die Möglichkeit haben wir jetzt. Vandenberg, wenn er ihn gut flankt. Oh! Und das war ein richtig guter Kopfball. Jetzt Ramos. Ramos! Ja, so gut war er jetzt nicht, der Ball. Aber gut nochmal rausgespielt von Ramos. Und ich glaube, in den letzten Minuten könnte ich dann vielleicht nochmal auf den starken Fuß von Ronny setzen, anstatt von Baumjohann. Baumjohann hat zwar gezeigt, dass er auch richtig gut schießen kann, aber ich weiß nicht. Vielleicht wäre da Ronny doch die etwas bessere Wahl. So, jetzt Ramos. Ramos auf Baumjohann. Der ist nicht allzu schnell, das weiß ich. Aber der kann sich trotzdem mal jetzt mal durchsetzen. Die Flanke nicht gut. Oh, schon wieder so eng hier. Schellbrett auf Schulz. Schulz sammelt den mal raus auf Vandenberg. Vandenberg flankt den schön. Und das war ein Foul. Das war eindeutig ein Foul, meiner Meinung nach. Oh, oh mein Gott, war das ein Hammerschuss. Was ein Hammer, den da Schellbrett auspackt. Unglaublich, da lamentiere ich noch rum wegen Foul und allem. Und da macht er schon diesen Riesentreffer. Ich fass es nicht. Also, diese... Boah, semmelt der den einfach da ins Eck. Wunderschön. Also, da kannst du dir einen Robben und, oder du kannst dir da auch... Ach scheiße, wie ist der? Oh Gott, ist das peinlich, dass ich jetzt nicht auf seinen Namen komme. Da kannst du dir auch einen Groß für kaufen. Aber ich glaube, im Endeffekt, schöner kann man diesen Ball nicht ins Eck semmeln. Also das ist... Also wie den da Schellbrett einfach mal oben ins Lattenkreuz macht. Einfach unglaublich. Und jetzt wechsle ich dann auch mal aus. Baumjohann ja auch, wie man sieht, ziemlich angeschlagen. Und dann kann Ronny nochmal ein bisschen was... vielleicht rausholen in den letzten Minuten. Und naja, mal sehen. Vielleicht können wir die drei Punkte ja noch einheimsen. Auf jeden Fall, der eine Punkt ist wichtig. Ziel ist ja, im Mittelfeld zu landen. Vielleicht auch noch die Europa League. Und da ist dieser eine Punkt schon mal wichtig. Obwohl die drei Punkte natürlich schön werden, ne? Wenn man die da nochmal holt. Zeit genug ist noch. Aber jetzt muss man erstmal Defensivstärke beweisen. Die Ecke haben wir jetzt ganz gut abgeblockt. Aber es kann immer wieder was passieren jetzt. Eigner läuft gefährlich rein, spielt ihn jetzt. Die taktieren mir da vor dem Strafraum rum. Das gefällt mir nicht. Jetzt unglücklich klären wir erstmal den Ball. Aber der ist nicht gut geklärt. Der ist überhaupt nicht gut geklärt. Der Gegner kriegt sofort den Ball. Und jetzt wird es mal richtig gefährlich und der Ball ist schon wieder drin. Da kriegen wir den Ball einfach nicht raus. Der Ball nicht gut geklärt von mir. Und dann einfach so diese Zweikampfstärke, ja, die fehlt einfach. Da ein paar Lücken offen gelassen, da springt der Letzte nochmal vorbei am Ball. Und das ist einfach kein Bundesliga-Niveau. Da muss man schon andere Seiten aufziehen. Jetzt Vandenberg. Vandenberg versucht es außen rum mal, aber der war schlecht. Vandenberg aber jetzt holt sich nochmal den zweiten Ball. Vandenberg. Ja, aber schon wieder verliert er den Ball. Das da kann man sich noch so um die zweiten und dritten Bälle bemühen. Man muss sie auch behalten. So, jetzt Schulz. Werf den gut ein, Kumpel. Auf Vandenberg. Vandenberg nochmal auf Schulz rüber. Und wenn der jetzt gut bringt, dann wird das richtig gefährlich. Oder eine Ecke. Das gefällt mir auch richtig gut.
Nachspielzeit jetzt. Ronny, wenn er den gut jetzt auf Ramos oder Wagner bringt, dann ist es ein Tor. Jetzt die Ecke und jetzt. Oh, der Ball war richtig gut. Und jetzt Alagui. Alagui und jetzt. Oh Gott, war der schlecht geschossen. Oh mein Gott. Da steht er so gut wie frei an der 16-Meter-Linie. Und dann schießt er da so ein Ding. So ein Ding aufs Tor. Meine Güte, das hätte nochmal der entscheidende Punkttreffer werden können. So eine verdiente Niederlage, muss man so sehen. Vielleicht hätte man noch mit ein bisschen Glück das Unentschieden rausholen können, aber in letzter Instanz glaube ich, dass das auch verdient ist. So. Ja, dieses eine Tor von Alagui, einfach wunderbar, wie der den da reinschießt. Wunderschön. Keine Tore, wie mir so auffällt von unseren Stürmern. Wagner hat sich ja geradezu darum gebettelt, in die Startelf zu kommen. Aber dass er da dann kein Tor macht, das ist dann doch nicht so gut. Ja, man kann jetzt rumphilosophieren. Vielleicht hat es am fehlenden Kraft gelegen. Vielleicht hat es auch am eingewechselten Seire gelegen, dass wir dann sowas machen. Ja, schöner Schuss von Schellbrett. Einfach nur ein Hammer, den der da liefert. Aber ich glaube, letzten Endes war es eine Teamleistung, die uns da die Niederlage beschert hat. So, zu den Endergebnissen. Borussia Dortmund verliert doch noch mit 3:1. Und Nürnberg gewinnt 1:2 gegen Hoffenheim. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss und bis bald. Euer Ranginor.